Die Entlassungswelle rauscht durch das WWE-Hauptquartier, The Rock ist zurück und AEW vergrößert die Zahl ihrer Pay-Per-Views drastisch. Ich heiße David von wrestling-infos.de und euch herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Weekly. Vince McMahon ist zurück und bereits wieder voll im Geschehen. Nicht nur soll McMahon, wie bekannt, für einige Storyline-Änderungen in den jüngsten SmackDown- und Raw-Ausgaben verantwortlich zeichnen, er war auch Teil der jüngsten Mitgliederversammlung. Die Stimmung bei dieser Versammlung soll nach über 100 Entlassungen, darunter das langjährige Vorstandsmitglied Frank A. Riddick, nicht die beste gewesen sein. WWE fusionierte bekanntlich kürzlich mit UFC zu TKO, McMahons Boss, wie er ihn selbst nannte. Ari Emanuel soll McMahon freie Hand bei der kreativen Ausrichtung der WWE lassen. The Diet sind bald wohl nicht mehr bei WWE. Die ehemaligen Grizzled Young Veterans baten schon vor Monaten um ihre Entlassung, die ihnen damals aber verwehrt wurde. Nun sollen ihre Verträge Mitte Oktober endgültig auslaufen. Wohin es die beiden zieht, ist bislang unklar. Auch Julissa Leon soll um ihre Entlassung gebeten haben, auch dieser Wunsch wurde abgelehnt. Was ist los mit Matt Riddle? Nach dem Vorfall am John F. Kennedy Flughafen war der Bro nicht mehr Teil der Shows. Verpasste er die Show der letzten Woche wohl noch durch eine Erkrankung, ist bislang unklar, warum er diese Woche nicht anwesend war. Ob und wann Riddle jetzt zurückkehren soll, ist bislang unbekannt. Dwayne The Rock Johnson ist zurück. Der Hollywood-Star ließ es sich nicht nehmen, bei SmackDown einen Auftritt zu feiern, nachdem er ohnehin in der Stadt gewesen war, um Teil der Pat McAfee Show zu sein. Rocky überzog sein Segment mit Austin Theory leider, wodurch das Skript hastig geändert werden musste. Man zeigte sich im Nachhinein aber begeistert von den Reaktionen, die Johnson ziehen konnte. In der Show von Pat McAfee bestätigte Johnson Pläne für ein Match gegen Roman Reigns, das wohl schon für WrestleMania 39 geplant gewesen sein soll. Johnson möchte aber nicht einfach nur ein Match darbieten, sondern etwas zeigen, was unglaublich und noch nie da gewesen sei. So fand man für besagte WrestleMania-Show keine passende Idee, hat sie aber bislang nicht zu den Akten gelegt. Es gibt natürlich immer noch WrestleMania 40 im kommenden Jahr. Wo ist Roman Reigns? Zumindest kehrt er nicht so bald zurück. Der Tribal Chief soll demnach erst am 4. November in Saudi-Arabien wieder in den WWE-Ring steigen, wodurch er eine etwa dreimonatige Pause eingelegt haben wird. Bislang ist er zudem weder für den Royal Rumble noch für die Survivor Series angekündigt, was darauf hindeutet, dass er dort auch fehlen wird. Normalerweise werden derlei Shows mit den größten Stars beworben, um Tickets zu verkaufen. Auch John Cena wird Teil der Saudi-Arabien-Show sein. Der Leader der C-Nation wird dadurch nicht nur sämtliche SmackDown-Ausgaben bis Ende Oktober absolvieren, sondern seinen derzeitigen Run beim besagten Pay-Per-View finalisieren. Sein Gegner steht bislang nicht fest. Australische Medien berichten, dass WWE Anfang 2024, noch vor WrestleMania, ein Pay-Per-View in Down Under veranstalten wird. Veranstaltungsort wird das 60.000 Zuschauer fassende Optus Stadium in Perth sein. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt. Jade Cargills Wechsel zur WWE scheint in trockenen Tüchern zu sein. Die 31-Jährige befand sich bereits am Montag im Performance Center. Ob sie dort ein Tryout absolvierte oder einen medizinischen Test, ist nicht bekannt. Das Creative Team soll angewiesen worden sein, schon einmal Pläne für den Main-Roster für Cargill vorzubereiten, die demnach nicht durch das NXT-Entwicklungsprogramm gehen soll. Schon mehrfach wurde berichtet, dass die Vertragsverhandlungen mit LA Knight, Drew McIntyre und Edge ins Stocken geraten sind. Gerade in finanzieller Hinsicht scheinen die drei bislang ein gutes Stück entfernt von WWE-Vorstellungen. Bei McIntyre und Knight zeigt man sich auf WWE-Seite aber überzeugt, sich einigen zu können. Die Trennung von CM Punk und All Elite Wrestling dauerte lange an, scheint nun aber endgültig geregelt zu sein. Beide Seiten scheinen auf rechtliches Nachtreten verzichten und nach vorne blicken zu wollen. Ein WWE-Interesse an CM Punk ist weiter nicht bekannt, aber auch nicht ausgeschlossen. Bislang hatte AEW die vier Haupt-Pay-Per-Views Revolution, Double or Nothing, All Out und Full Gear im Jahreskalender. Zusätzlich kamen zuletzt der Forbidden Door und natürlich der All-In-Pay-Per-View in London hinzu. Ab 2024 möchte Warner Bros. Die Pay-Per-Views auf ihrem Streaming-Dienst Max exklusiv ausstrahlen und
wird im Zuge dessen die Anzahl der Pay-Per-Views WWE ähnlich auf 12 erhöhen. Dies würde AEW eine hohe Summe garantieren. New Japan Pro Wrestling und Impact verkündeten kürzlich, dass bei der Destruction in Ryogoku Show von New Japan das Team um Alex Shelley, Chris Sabin und Josh Alexander die amtierenden Openweight Six-Man Tag Team Champions Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi und Tomohiro Ishii herausfordern wird. Das Event findet am Montag, den 9. Oktober statt. Es ist soweit, das große WXW World Tag Team Festival, präsentiert von wrestling-infos.de, geht an diesem Wochenende über die Bühne. Neben dem namensgebenden Turnier wird auch die amerikanische Promotion Game Changer Wrestling zwei Shows veranstalten. Zudem findet das Frauenturnier Femme Fatale statt. Einige Interviews und einen Preview-Podcast findet ihr auf diesem YouTube-Kanal und natürlich auf unserer Internetseite. Dort findet ihr auch weitere News, Showberichte, Podcasts und vieles mehr. Schaut also gern dort und im Forum vorbei, lasst ein Abo da und folgt uns auf den bekannten sozialen Medien. Ich sage danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.